So. Dann, dann. So. Hatten hier so einen kleinen Eingang in so einem Mini-Flur, wo es in den Raum geht. Und in den Raum. Hier vorne hat man so eine Wohnstube, sag ich jetzt mal. Und dann geht es zur einen Seite zum Lagerraum und hier zum Bett. Haben wir ein Bett? Ja klar, haben wir. Dann nehme ich das schon mal hier rüber. Das Ding kommt dann doch weg. Oder, achso, nein, nee, wird dann der Abstieg. So. Da. So, hier klopfe ich mal den Boden raus. Stattdessen kommt denn da Sand rein und auf den Sand dann schöne Blümchen später. Weil ich jetzt auch nicht weiß, ob das so gut kommt. So. Beziehungsweise vielleicht einfach mal hier. Dann ist hier das Licht ein bisschen weniger, die Fackel nehmen wir auch weg, die kommt dahin. Können wir die vielleicht doch wegnehmen? Dann ist hier unten richtig schön dunkel. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, vielleicht aber auch ein bisschen zu dunkel. Na doch, ich mach das so. So, hier kommt der Lagerraum rein. Bei dem brauchen wir viel Licht, weil man soll nicht mit den Kisten wühlen können. Das geht natürlich nur, wenn man in den Kisten alle zieht. So. Du kommst weg. Stattdessen kommt hier wieder einer hin. Nö, braucht man nicht. Ich habe so viel nach Feldweg. Du kommst aber noch weg. So, perfekt. Hier kommt dann noch ein kleiner Weg hin. Das hier bleibt dann so dunkel. Das soll dann unser Geheimgang werden. So, hier kommt man rein. Oder ist hier so Küche etc. Boah, ist schon wieder dunkel, sag mal. Gut, wir brauchen erstmal neue Kisten, damit ich die Kisten auslagern kann. Wir brauchen 8 Kisten. Quatsch. Wir brauchen 6, 12. 24 mal 8. Ich habe das Rechnen verlernt. Ach Mann. Ey. So, pro Branche kriegen wir also gerade mal 4 Kisten. Das wird nie und nimmer reichen. Oh Mann, kriegen wir gerade mal 10 Kisten raus. Da brauchen wir definitiv mehr Holz. Wobei mir gerade einfällt, fürs Holz könnten wir tatsächlich Tang verwenden. War dunkel draußen. Weil die Kiste ja sowieso dann einheitlich farbig, egal aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Mit Rosen! Weil ich immer so viele Rosen? 6 Stück, ey. Oder wachsen die Dinger oben? Oh, Sandmonster. Boah, du verschreckst die Nachbarn. Ich hab verfolgt. So, hier zum Beispiel die ganzen Tannen können. Quatsch. Das sind ja gar keine Tannen. Mach ich hinten ein bisschen Kahlschlag. Ja doch. Ich mach mal hier ein bisschen Kahlschlag. Das wäre jetzt ein normaler Baum. Aber egal, der hat Äpfel. Und Äpfel sind immer gut. So. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir hier in die Richtung weiter. Ach ja, Holzschlag. Die gute alte Geduldsprobe. Weiter in die Richtung. Könnte auch nochmal drin. Ist ja nice. Jetzt lass mal rechnen. Also, wir brauchen pro Kiste zweimal Holz. Das sind also bei 24 Kisten 12 mal Holz. Quatsch, 48 mal. Oh, wow. Das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon hin.
Katana kommt. So, versuche ich mal von oben zu machen. Alter, diese Tante ist so riesig. Jetzt kann ich mich darauf kommen soll. Und bei Tan sinkt die Frame per Second Rate drastisch ab. Ah, nur noch 20. Okay, 26. Gerade jetzt hat nur noch 20. Ah, ja, gut. Schweinchen! Achso, ich soll mal hier die Sachen wegsammeln. Ja, ja, ja. Alter. Dass die Schweinchen immer so laut sind, muss ich mal gucken, ob ich die Sounddatei irgendwie mal anpasse. Mal per Audio zieht ein bisschen leiser Pegel. So. So, und dann haben wir alles. Passt alles. Könnte ich hier gleich auch mal neue Bäume pflanzen? Hier kann ich aber jetzt richtig schön zupflanzen, alles. Wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee, oder? Wie viel Holz haben wir? Sind wir noch weit davon entfernt? Beziehungsweise haben wir schon 80 Holz. Heißt also von diesen 48 mal Holz fällt ja ein bisschen was weg, was wir brauchen. Ne, ich glaube, ich lasse das mal in Ruhe, das wird zu aufwendig. Weil dann müsste ich mich dann erstmal hochbuddeln an der höchsten Stelle, von dort dann von oben nach unten langsam mich runterhacken. Und vor allem, wie gesagt, müsste ich dann nochmal gleich mehrere Bäume mit einmal fällen. Und guck mal, das ist dann ganz schön heftig. Wisst ihr, was ist eigentlich? Ich meine, ich habe Internet ist ja derzeit eigentlich voll. Ja, ne? Also ich weiß gar nicht, wann welche heute ist, aber wir nehmen heute halt auf an einem Tag, wo das Internet voller BB Beauty Palace ist. Dieses Lied, was er jetzt raus kann, dieses How It Is. Dum dum, dam dam, oder so. Das sprengt ja hier alles bei YouTube. Das ist ja hier. Ich hab ja bloß ein paar Abonnenten. Ja, also hier so, aber weiß nicht. Gronk, LeFloid, Wieso und so hat alles. Casinova, iBladi und die ganzen Gesocks-Kameraden. Aber trotzdem ist meine Abo-Box praktisch voll. Mit irgendwelchen Videos, mit irgendwelchen Parodien oder React to BB Song. Das ist ja richtig schlimm, ey. So, haben wir jetzt mittlerweile genug. Habe ich jetzt gerade so was geschlagen? Wir haben bei weitem nicht genug. Wobei, es könnte doch fast reichen. Ich probiere einfach mal mein Glück. Und es reicht tatsächlich nicht. Das ist natürlich schade. Was brauchen wir nochmal? 24 mal 8. Das sind 24, 48, 96, 192. Das reicht leider noch nicht. So, dann hacken wir noch ein paar Bäume ab. So. Ich weiß auch immer gar nicht, was die alle immer haben mit irgendwelchen bekannten YouTubern, sobald die irgendwas Neues probieren, dass sie dann sofort gehatet wird. Ich meine, klar, Bibi ist jetzt nicht die, ich sag jetzt mal, die Beste. Ich meine, ich feiere auch nicht gerade Bibis Kanal, weil der ist mir einfach zu... Ja, alles, was gut ist, fehlt dort sozusagen. Ne? Aber ich meine, das Lied, was die da gemacht hat, was auch immer hat, geschrieben hat und aufgenommen hat, halt... Ich meine, klar, das ist jetzt kein Pro-Dubstep-Remix à la Deluxe, wo man sagen kann, ey, wow, Alter, der Bass, der drückt die Trommelfell weg. Aber ich meine, das soll es ja auch gar nicht sein. Und wenn man das mal so unter dem Gesichtspunkt sieht, dass es einfach nur ein Kinderlied sein soll, zum Beispiel, dann kann man das doch eigentlich feiern. Ich meine, Schnauze. Ich meine, Kinderlieder sind nun mal so und soll das nun wirklich offensichtlich eins werdenderweise sein.
zumindest klingt so. Und ich hoffe, dass es einfach ist. Wie gesagt, als Kindersong ist das Ding doch eigentlich relativ gut. Klar, trifft nicht jedermann Geschmack. Aber wenn man Musik nicht mag, dann geht man nicht, doch nicht auf den Kanal und schreibt, Scheiße, du und deine gesamte Sippschaft, ihr kommt vom Teufel höchstpersönlich. Sondern stattdessen, ja, kriegt man es doch einfach weg und sucht sich das, was man braucht. Ich meine, ich habe nur wirklich einen sehr ausgefallenen Musikgeschmack. Also wie gesagt, ich höre eigentlich so ziemlich alles, was irgendwie Melodie betont ist. So wie das, was ihr gerade im Hintergrund hört. Ist ja nun wirklich allerbeste Sahne. Ich höre aber auch Dubstep, ich höre Elektro. Und ich habe mir diesen Song angehört. Hab gemerkt, okay, das soll ein Kinderlied sein. Und hab abgeschalten. Weil ich mag keine Kinderlieder. Aber ich weiß nicht. Diese riesen Haterfälle, das kann ich persönlich immer nicht nachvollziehen. Das ist. Nee, das ist. Ja, ich weiß nicht, das ist. Wie als wenn. Ich meine, ich weiß ja auch noch, dass ApoRed scheiße ist. Na? ApoRed, Leo Mascher, wie diese ganzen. Genmanipulierten Hanuta-Fresser. Alle heißen. Ist auch egal. Aber gut, dann ist es halt so. Da klicke ich halt nicht auf den Kanal. Ich meine, ich weiß, was für Scheiße sind. Und schön. Dankeschön. Ja, hat geklappt. Aber ich gehe doch nicht extra auf deren Kanal, um mir was Neues von denen anzusehen, wovon ich weiß, dass das garantiert scheiße ist. Nur damit ich dann schreiben kann, das Video ist scheiße. Ich meine, erstens ist das unnötige Mühe. Schon alleine das ins Kommentarfeld klicken und ja, irgendwas schreiben. So eine Mühe würde ich mir in der Regel überhaupt gar nicht machen, wenn es mir erst gar nicht gefällt. Und zweitens, ich meine, was bringt denn das? Ich meine, dieses Video hat jetzt, als ich draufgeklickt habe, 24 Millionen Views. Und jetzt hauptsächlich von Leuten, die so anklicken, weil sie von irgendwo getriggert wurden. Das ist ein scheiß Video von der, die ist blöd, die ist hässlich und das Video ist noch beschissener. Aber, ich meine, damit unterstützt man sie doch in dem Sinne eigentlich nur, was ja natürlich nicht falsch ist, weil wie gesagt, der Lied an sich ist ja eigentlich schön. Aber wenn man etwas nicht mag, dann triggert man es doch nicht, indem man Hate-Kommentare schreibt. Ich meine, das ist so sinnfrei, weil, jetzt im Fall von ApoRed zum Beispiel, das erste Lied, was ich von denen kennengelernt habe, war ja auch über Parodien von Wieso, war ja Saturday. Nee, Photoshop. Nee, doch Saturday, genau. Everyday Saturday, genau so wie hieß das Lied. Und durch dieses ganze Hate hat er doch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wie gesagt, ich persönlich kenne ApoRed zum Beispiel nur durch die Parodie oder den Diss-Track vielmehr von Wieso. Weil wenn man sowas einfach komplett ignorieren würde, dann hätte man die doch eigentlich viel mehr bestraft. Ich meine, gut, im Fall von Wieso war es eigentlich gut, weil ich kenne Wieso selbst auch nur durch sein Diss-Track. Ansonsten hätte ich Wieso wahrscheinlich nie kennengelernt. Also jetzt nicht persönlich, sondern bei YouTube. Von daher fand ich es natürlich sehr relativ praktisch. So. Aber gedacht, durch diese Hates kriegt man ja eigentlich zwar selber Aufmerksamkeit, aber auch die man hatet. So. Mittlerweile müssten wir. Ich habe gerade mal 5 Holz gesammelt. Jetzt folgt ihr mich alle eigentlich. Na gut, okay, müsste aber eigentlich reichen. 2. Na super, einmal Holz fehlt noch. Och nö. So, Sonne geht unter, ein Baum schlage ich nochmal kurz ab. Die Sonne geht verdammt schnell unter, ein Baum schlage ich mal ganz schnell ab. Meine Axt ist tot. Geht doch nicht. Werde ich hier unten gepackt. Das Instrument, was ich am meisten brauche, packe ich weg. Und nämlich eigentlich alle hier irgendwie wo. So. Bisschen. Raschficken. So. Egal. Blätter despawnen auch ohne mich. Ich renne in mein Hütchen und mache mir gemütlich. Und dann, was wollten wir überhaupt machen? Ah genau, Kisten. Wir brauchen doch Kisten, brauchen wir. Und zwar nicht gerade wenig. Aber als allererstes schlafen gehen.
So! Würde ich doch, ich hab doch noch da noch 2 Kisten. Hätte ich auch noch abbauen können. Egal. Okay, also. Wir brauchen. So. So. Badam. Badam. So. So.